Leute, ja, ab den 27. April wird es eine Maskenpflicht in Niedersachsen geben. Somit sind dann auch, haben 15 Bundesländer in Deutschland dann eine Maskenpflicht, außer Bremen. Diese Maskenpflicht geht dann halt im Einzelhandel und in den öffentlichen Nahverkehr. Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. Sowie Menschen mit Vorerkrankungen. Die Landesregierung verlangt ausdrücklich, dass man die professionellen Atemschutzmasken nicht kaufen sollte. Die sind dem medizinischen Personal vorbehalten. Die Verpflichtung wird viele Wochen und Monate anhalten. Meine Meinung. Also, wenn ihr Masken kauft, kauft wirklich diese Einwegmasken oder eine Maske aus Stoff. Bei Stoff, die dann auch bei 50 Grad waschen. Und ja. Glaub mir, ich bin auch nicht so ein befürworteter Maskenpflicht. Mir wäre es auch lieber, wenn es nicht so eine Maskenpflicht gekommen wäre, aber ich verstehe den Hintergedanke, und zwar, dass man seine Mitmenschen damit schützt. Und ich möchte auch sehr schnell wieder zurück zum Alter kommen, und ich glaube, das geht nur durch so eine Maskenpflicht. Augen zu und durch, würde ich sagen. Klar, man muss auch ein kleines bisschen kritisch sehen, und zwar, woher soll man die Masken kriegen? Und außerdem sind die Masken aktuell sehr, sehr teuer. Schreibt gerne eure Meinung zu der Maskenpflicht in den Kommentaren, und seid ihr für oder gegen eine Maskenpflicht? Und stimmt denn um auch in der Infokarte ab. Und ciao.